Okay, welcome back zur nächsten Episode von Outlast. Und ja, ich springe jetzt hier mal runter. Sieht ja hier aus, wo wir schon mal waren. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Meine Kamera ist jetzt auch schon ein bisschen hinüber. Ah, hier ist eine Tür. Könnte man auf jeden Fall mal reingucken. Dann geht es, glaube ich, nicht weiter. Gut, die Tür könnte man auch noch öffnen. Ah, jetzt sind wir wieder hier, wo die. Oder wo sind wir jetzt hier? War ich hier schon mal? Ich glaube, hier in dem Raum war ich noch gar nicht. Ah, hier liegt noch ein Journal. So, dann gucken wir mal. Übersetzung: Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Med Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist, aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung des weiteren zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unsere Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Oh, ich höre was. Ich habe was gehört. Irgendwas ist hier. Irgendwas stöhnen gehört. Hier geht's auf jeden Fall raus. Ich höre jemand weinen. Oh, die Kamera wird undeutlich. Ich gehe erst mal gucken, was die andere Tür noch war. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter, ne? Doch, die Tür geht auch auf. Dann gehe ich erst mal da weiter. Oh ne, hier geht's gar nicht durch. Aber irgendjemand heult hier. Irgendjemand heult hier. Oha, was war das? Wer ist das? Was hat er gesagt? Hinter dem Theater. Hinter dem Theater. Irgendjemand hat ihn gerufen. Hier geht's nicht weiter. Braucht man einen Schlüssel für die Tür. Geht's auch nicht weiter. Oh Mann. Theater, Theater. Ist das hier der Theaterraum? Okay, wir haben jetzt ein Rätsel. Der Schlüssel soll sich hinter dem Licht des Theaterraums befinden. Ist das nicht der Theaterraum hier? Hier ist eine Leiter. Ich denke mal, die nehmen wir als Fluchtpunkt, wenn wir jetzt verfolgt werden. Ist hier das Radio oder was? Können wir uns verstecken? Geht's nicht weiter. Okay, dann können wir obwohl runterklettern. So. Hier können wir uns durchkraxeln. Ich höre hier schöne Musik. Oh Mann. Ich glaube, hier müssen wir wieder zurück wegen dem Schlüssel, ne? So, hier können wir jetzt runterspringen.
Ist noch eine Tür. Oh, die Musik wird immer lauter. Da. Ist jemand am Klavier, der steht gerade auf. Der guckt mich an. Oha. Der wird bestimmt gleich kommen. Wieder nicht schlecht. Ah, hier sind wir jetzt durch. Ach du Scheiße. Wir müssen jetzt wirklich da rein, wo der Typ gerade am Klavier gespielt hat. Puh, na, dann mal rein da. Ist einer gefesselt? Hinter dem Licht. Also da hinten irgendwo, ne? Das Klavier. Jetzt müssen wir hier durch. Oh, what the fuck? Ach du Scheiße. Geht hier zu. Ich glaube, vielleicht können wir wieder richtig schnell laufen. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Da geht's nicht weiter. Ah, ein Journal. Von D. Brunten an G. Williard. Betreff fleischfressende Bakterien. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Nekrotisierende Facilities. Ach du. Boah, ist das hell hier. Schon wieder knapp. Ich lade mal lieber gleich nach. Mann, Alter. Was geht mit ihm denn nicht richtig hier? Komme ich jetzt hier nicht mehr rein? Boah. Komm, geh rein da. Geht's nicht rein. Scheiße. Komme ich hier durchs Fenster oder was? Kann ich auch nichts machen, ne? Muss auf jeden Fall rein. Kommt man denn da rein? Da ist der Schlüssel. Ich sehe den Schlüssel. Nicht rein, scheiße. War auch keiner. Oh. Jetzt rennt er weg. Ah, der hat die Tür aufgemacht. Jetzt müssen wir da rüber. Ach Gott, was war das denn? Ich bin wieder unten. Nein! Verdammt.
Ah. Also irgendwas habe ich da nicht gerade richtig gemacht. Ich muss, glaube ich, da zu dem Fenster und dann da rein, aber... springt ja nicht einfach da ans Geländer ran. Oh Mann. Ist die Batterie auch gleich wieder leer. Wieso komme ich da nicht ran? Halt dich fest! So, jetzt heißt es gleich mega weglaufen, glaube ich. Ich dachte, der hat den Schlüssel gar nicht genommen. Komm nicht raus. Naja, so wird das nix. Dann müssen wir hier durch. Laden wir nochmal nach. Ich spring jetzt hier einfach runter. Dann renne ich da durch. Und schnell weg. Oh Gott. Ich hier irgendwie wieder durch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich hätte da hinten durchgemusst. Oh! Da ist der mit dem Schwanz. Ich glaube, ich muss jetzt hier hinten durch. Ach, komme nicht durch. Oh, verdammt. Ist auch nicht durch. Scheiße, wo komme ich denn jetzt weiter? Ich habe den Schlüssel jetzt aber... Jetzt machen wir mal hier durch. Jetzt wüsste, wie ich da hinkomme. Geht's auch nicht raus. Ah, hier. Ah! Was denn jetzt? Was war das? Wo bin ich? Oh Gott! Wo bin ich? Hat er mich gegriffen? Oh Mann! Was hat mich denn da gegriffen? Oh, ich glaube, da oben geht's weiter. Nee, geht's doch nicht weiter. Jetzt gedacht, hier geht's weiter. Aber hier muss man doch rum, oder nicht? Oh, ich komme nicht weiter. Irgendwo muss es doch weitergehen. Bin ich denn da überhaupt reingekommen? Ich muss doch hier runter, oder nicht? Muss ich rein.
Hier muss ich doch rein. Oder nicht? Ne, hier muss ich rein. So, dann haut mal rein, Jungs. Komm mir bitte nicht hinterher. So, letzte Batterie. Da hat noch einer die Tür zugemacht. Oh Mann. Da ist der Fahrstuhl. Ist hier noch eine Batterie irgendwo? Ich geh erstmal in den Fahrstuhl rein. Ach, für den Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Ohne Batterie. Da steht jemand. Ist das Vater Martin? Noch eine Batterie. Das ist doch der Vater. Oder wer ist das? Das ist ein Gegner. Vater scheint es nicht zu sein. In Ordnung, so Batterien rum. Geht's nicht weiter. Hä? Geht's denn hier weiter? Auch nicht weiter. Muss jetzt echt hier die Treppe runter? Das wundert mich jetzt aber. Muss hier, denke ich, mal durch, ne? Muss ich jetzt zu ihm hin? Ist ja nichts anderes. Ah, hier kann ich klettern. Eine Batterie habe ich noch. Und jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Ach, da hinten muss ich lang. Oder? Frage, wie man hier weiterkommt. Muss ich jetzt noch da lang? Hier geht's doch gar nicht weiter. Hä? Das ist ein Quatsch. Da soll meine durchsehen. Was soll ich denn jetzt hier oben? Hä? Soll ich ihn jetzt anstupsen und dann hier hochlaufen, oder wie? Ich wüsste, wo hier der Schlüssel ist. Ich gehe jetzt einfach mal zu ihm hin, aber der wird mich bestimmt direkt umbringen. Die Tür geht ja nicht. Ich muss jetzt zu ihm hin. Der macht nix. Hä? Bisschen strange, ne? Bisschen strange. Ja, meine letzte Batterie ist jetzt auch gleich alle. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah, hier liegt was. Ah, nur eine Batterie. Immerhin eine Batterie. Vielleicht liegt ja hier auf irgendeinem von den Tischen der Schlüssel, aber der würde ja eigentlich auch schon ein bisschen leuchten, ne?
Cola. Was ist das hier? Aber ich weiß nicht, was mir das hier bringt, da hochzuklettern. Kein Plan. Hier kommen wir ja nicht durch. Achso, hier runter, oder was? Und dann da rüber? Hä? Bisschen komisch. Jetzt kann ich mich hier lang kraxeln. Bringt doch alles nichts. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Außer Batterien verschwenden tue ich hier jetzt mal gerade nichts. Oh, scheiße, wo ist denn der scheiß Schlüssel, ey? Glaub's nicht, ey. Weiß nicht, was ich machen soll. Tische habe ich jetzt alle abgesucht. Irgendwo einen Schlüssel zu sehen. Noch kein Plan. Kein Plan. Naja. Ja. Weiß nicht, wie ich weiterkomme. Treppen runtergehen brauche ich jetzt auch nicht. Das ist ja Blödsinn. Hier in der Küche umherklettern bringt jetzt auch nicht viel. Pff, oh, keine Ahnung. Hier liegt noch eine Batterie. Ich werde jetzt erstmal keine Batterien mehr verbrauchen. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Ja, schön. Jo. Schön. Schlüssel habe ich keinen. Freut mich. Ich weiß es nicht. Hier geht's ja auch nicht rein. Die Türen sind alle dicht. Ja, er läuft. Gerade kein Schimmer. Zurückgehen. Hat bisher in dem Spiel nie was wirklich gebracht, also weiß nicht, was mir das. Die Tür ist eh zu, denke ich. Hey, Tür ist auf. So. Ich kann jetzt hier ewig zurückrennen, aber bringt mir das was? Hier bin ich ja vorhin durchgekommen. Oh, die Tür geht auf. Oha. Hier war ich doch schon, oder? Ne, hier war ich noch nicht. Hier war ich ja wirklich noch nicht. Also muss man wirklich zurückgehen, ne? Warte mal. Das ist doch hier. Das ist doch hier der Filmraum. Hier war ich doch. Hä? Sehe ich nicht mehr durch. Ist hier noch ein Filmraum? Ist hier noch ein Theater?
Hey, hier komme ich doch her, hier brauche ich nicht nochmal lang. Ich gehe wieder zurück. Hat mich auch arg gewundert, dass man hier ewig zurücklaufen muss, um weiterzukommen, also. Das hätte mich arg gewundert. Na egal, wenigstens noch eine Batterie gefunden. Mach die Tür erstmal zu. Sind das meine Blutspuren? Ja, es ist ein sehr rätsellastiges Adventure hier. Irgendwo müssen wir ja was finden, ne? Wo auch immer das denn sein wird. Oh, er ist weg. Er ist weg. Hat er was dagelassen? Vielleicht einen Schlüssel? Oder hat er vielleicht eine Tür aufgemacht? Nichts dagelassen. Geht trotzdem nicht auf. Hm. Ja. Whatever. Na gut, ich mache jetzt hier erstmal einen Break, weil ich weiß jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Muss ich mir mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen hier. Krieg jetzt hier gerade nicht gebacken. Was? Was war das? Was war das? Na gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute.